Guten Abend. Ich grüße euch, freue mich, jetzt auf Sendung zu gehen mit ja, Bekannten, Unbekannten jetzt in die Wahrnehmung zu gehen, in das Kommunikation zu gehen. Thema heute ist Vorhofflimmern. Ganz viele Leute sprechen davon, ja, es gibt die morphogenetische Felder, wir sind alle eins, aber wenn es darum geht, das umzusetzen, dann jeder ist in sich geschlossen und fühlt nicht die Möglichkeiten, die wir haben über dieses Medium, über das Internet, das gemeinsam zu forschen, gemeinsam in die Wahrnehmung zu gehen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu bekommen. Okay, grundsätzlich immer, wenn es um sozusagen Leid ist, Krankheiten gibt, dann gibt es alle 100 Jahre irgendjemand, den man hinterher Wissenschaftler nennt, während er in Forschung ist, ist ein Spinner. Danach machen die Industrie Milliarden mit dieser Person. Irgendjemand, der intuitiv rangeht, also nicht nur, indem er viele Sachen ausprobiert, sondern irgendwie schaltet er seine Intuition und bekommt Erkenntnisse und macht vielleicht ein ganz kleiner Schritt. Ach so, shit. Ich bin auf ein anderes Kanal. Ah, shit. Ah. Das habe ich nicht umgestellt, ne? Also. Ah, jetzt ist schon jemand weg. Okay. Ja, ist okay. So. Guten Abend. Ich hatte auf ein anderes Kanal begonnen. Ja, heute Abend, ich grüße euch. Es ist Montag, der 15. Dezember 2014. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam jetzt in die Wahrnehmung gehen und uns gemeinsam fühlen. Man spricht so viel von morphogenetischen Feldern, alle wissen, was es ist, aber wer wendet das an? Wir, indem wir einfach auch durch das Medium Internet, was uns hilft, dass wir miteinander kommunizieren können, dass wir voneinander lernen können. Viele sagen auch, wir sind alle eins und so weiter. Aber eben, ich vermisse oft auch die Anwendung dieser Erkenntnisse. Und natürlich irgendwann werden wir dann, so wie die Natur das macht, die Bäume, die Tiere, die Planeten in Stille kommunizieren und uns austauschen, Informationen. Wir benutzen jetzt noch die flutliche Medium der Sprache und manchmal des Intellekts, der sehr begrenzt ist. Und deswegen die Einladung, jetzt Thema für Thema, heute Vorhof flimmern, in die Wahrnehmung zu gehen und gemeinsam Wissenschaftler zu sein. Wissenschaftler ist jemand, der in den Felder geht, der einfach irgendwie sich etwas erstmal intellektuell anstrengt, fühlt, auf die Suche geht, nicht findet und irgendwann, wo er ganz still ist, was wir sowieso täglich machen, schaltet seine Intuition an. Deswegen die Schulung der Intuition ist sehr wichtig. Hallo, hallo. Hallo, grüß dich. Also ich habe es versucht jetzt über Internet. Olaf, kannst du mal ein bisschen leiser machen? Aber es geht nicht. Hast du was Rotes an? Ja. Ich sehe dich im Internet, aber ich höre dich nicht. Du kannst die Qualität runterstellen, weil ich sende in HD. Wenn ihr schwaches Internet habt, kann man unten
die Qualität, wo Quality steht, auf Low stellen, unten in der Leiste. Okay, in der Leiste ist ein Quality, findest du das? Auf Low stellen und dann wäre das besser. Auf einer Leiste. Ist kein Ton, oder? Nee, es rödelt nur. Weißt du, da ist in der Mitte nur das. Also ja, wenn die Verbindung langsam ist, dann ist es am Computer oder auf diese tragbare Geräte? Nee, ist am Computer. Am Computer, okay. Dann ein bisschen noch warten. Okay. Stell dich nochmal lauter. Nee, du kannst jetzt, du kannst einfach über Telefon folgen, wenn du willst. Weil es ist dann besser sowieso Audio auf Audioebene, es ist besser übers Telefon und ja, weil sonst würde man doppelt hören, ne? Ich grüße dich. Ja, sonst schreiben, aber das ist, also ich weiß nicht, wie das geht, ne? Vielleicht stelle ich mich auch so blöd an, keine Ahnung. Nee, ist okay, das machen wir jetzt so. Sowieso besser, dann ist die Aufmerksamkeit auch da. Ich grüße dich, danke, dass du da bist, dass du mir hilfst. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Serie gemacht über Erbkrankheiten und heute eben, weil das Thema so kam, ich hatte das auch ein bisschen, seit lang wollte ich einfach eine Sendung machen über dieses Thema und einfach zu sagen, Mensch, wir machen so viele Sachen füreinander. Und dann gehen wir in spezifische Themen nicht rein. Und weil wenn wir das gemeinsam reingehen würden über dieses Thema, dann würden wir dann andere Erkenntnisse einfach auch bekommen. Ne? Also für dich war überraschend, nehme ich an, und für anderen es ist die wussten oder die wissen. Ja? Für mich war es Schock. Ja. Ich sagte noch etwas ein bisschen allgemein, dass wir immer warten, dass irgendwelche Wissenschaftler irgendwelche Erkenntnisse haben. Alle 100 Jahre meldet sich immer irgendjemand, der dann ein paar Erkenntnisse bekommt und kommen wir nicht auf die Idee, für all diese Sachen gemeinsam in die Wahrnehmung zu gehen. Und weil es ist ein großes Thema und dass man ein paar Tagen zum Beispiel mit diesem Thema so die Ursachen, wie man und Methodik und Übungen und alles, was einfach auch dazu gehört, dass wir das einfach auch machen können. Ne? Da kommen wir nicht auf die Idee für das Wesentliche. Okay, ist okay, dass du einfach dabei bist? Okay. Ich gebe noch ein paar Informationen für alle, die das Video hier auch zum ersten Mal sehen werden oder sehen. Erstmal, wenn es ein Minus gibt, sind wir gewohnt, immer nach außen zu gehen. Und es ist eine Einladung für all diese Sachen. Ich war fast immer allein bei diesen Sendungen, ein kleiner Schritt zu machen, indem man fühlt, indem man eine Reise durch den Körper macht. Allein, aber vor allem, wenn man das einfach auch gemeinsam macht, ne, und man sich einfach richtig Zeit nimmt. Dass die meisten Menschen, wenn es mit dem Thema vorflimmern, was ich einfach auch lese und geschrieben steht, ist einfach nur was man sowieso sieht, absolute Arrhythmie, vorübergehende oder dauerhafte Herzrhythmusstörung mit ungeordneter Tätigkeit der Herzvorhöfe. Gebräuchliche Abkürzungen sind AF oder und so weiter. Und dann sind einfach auch eine Reihe von das, was da einfach auch passiert. Und dann ein paar von Ursachen. Hier wird auch die Schilddrüse benannt und die einfach auch eine von etwas einfach auch verursacht
Und dann die Behandlung. Und also es werden einfach Sachen beschrieben, die einfach so generell sind, aber mir keinen Hinweis geben in das, was geschrieben steht, worum es geht und wie das entsteht und wie das entstanden ist und vor allem, was man da einfach auch tun kann. Weil ich habe gelesen, 300.000 Menschen ungefähr in Deutschland, 300.000, die ein bisschen entweder Symptome haben oder leiden oder plötzlich geschehen ist. Und eben, und für mich ist einfach die Sache, Mensch, wenn das mit mir oder mit Freunden geschieht, möchte ich einfach auch dazu beitragen mit meiner Wenigkeit und einfach auch da reingehen. Ne? Ja? Okay. Wenn du etwas Wichtiges oder kannst du mich gerne unterbrechen oder kannst du gerne auch etwas dazu sagen. Ne? Okay. So, die Struktur, wie ich das einfach auch diese Sendungen mache, ungefähr so halbe Stunde immer, ist, dass ich ein bisschen erkläre, was es ist. Und dann gehe ich intuitiv ran, wie das entstanden ist. So, die Erbkrankheiten sind durch Gruppen, das, was in Gruppen geschehen ist, geschichtlich, sind die entstanden, weil Gruppen irgendetwas nicht verstanden haben, wo irgendetwas, was passiert ist. Und das wissen wir aus der Epigenetik, das wissen wir vieles aus der Geschichte, dass manche Themen man stecken bleibt. Und dann, so wie es in der Kultur ist, in der Zivilisation, alle Themen, die nicht gelöst wurden, die nicht erkannt wurden, muss irgendjemand dann später das lösen oder wieder rangehen. Und für mich ist einfach die Form, dass mit diesen Symptome immer ein Hinweis sind auf ein zivilisatorisches Geschehen, wo wir die Entscheidung treffen, einen Marker mitzunehmen in uns, damit wir diese Situation wieder in Gleichgewicht bringen. Also das generell über die Struktur. Und dann eben erzähle ich ein bisschen oder du kannst dann einfach auch erzählen. Und dann würde ich dann 5 bis 10 Minuten, 5 Minuten intuitiv, dass wir in die Wahrnehmung gehen, wie das entstanden ist. Und generell, nicht jetzt, können wir auch individuell schauen. Ich habe das eigentlich auch, ne? Das erinnere ich mich, als Kind wurde mir das auch gesagt. Ne? Und dann eben 5 Minuten, dass wir einfach einen kleinen Schritt machen, damit wir Mut machen für solche Sachen, nicht nur eine kleine Weisheit, sondern irgendwann, so wie unsere Konferenzen, dass wir einfach eine Konferenz machen, wo wir einen ganzen Tag mit dem Thema wissenschaftlich, das heißt intuitiv, daran gehen ja, und Informationen abrufen, die uns dann auch helfen können. So sofort oder mit der Zeit. Und deswegen manche Sachen, die sich in den Jahrhunderten entwickelt haben, aufgrund von unerklärten Gruppen, Städte oder Familien, Clan, Themen, da kann man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Und ich denke, dass das Leben, die Existenz, das Göttliche, was diese erschaffen hat, uns dankbar sein wird, wenn wir diese Arbeit machen. Ist okay? Okay, gut. Dann, ich würde vielleicht, wenn ich erstmal, oder ich oder wir intuitiv an das Thema gehen, ein kleiner Beginn. Das bringt, es wird sicher, ich weiß nicht, nicht viel bringen, aber meistens schon die Absicht, dass man intuitiv rangeht, bekommt das Thema einfach auch ein bisschen Luft, ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja? Also ich möchte einfach nur ein Bild, was ich bekommen habe. Jeder würde ein anderes Bild bekommen. Da habe ich natürlich auch Wellen gesehen, habe ich Pulsieren gesehen, habe ich Informationen gesehen, die aus unserem genetischen Code
kommen. Ne? Und dadurch, dass die entdeckt wurde, dass die Schilddrüse eine Rolle spielt, überhaupt die Drüsen, also diese Wellen, diese Pulsieren von Informationen werden von der Schilddrüse nicht gefiltert und nicht reguliert. Ne? So, das heißt, dass ein Überfluss von pulsierenden Informationen, die durch die Dysfunktion oder die nicht gleichgewichtete Drüse zu viel an den Körper kommen und dies dann einfach auch verursachen. Das heißt, ich nenne es nicht jetzt Informationen oder Intuition, ich nenne es einfach auch genetischen gespeicherte, in unser Körper gespeicherte Geschehnisse, Impulse, Informationen aus den Jahrhunderten und Jahrtausenden, die sind in unser Körper. Und die werden immer durch die Drüsen reguliert, das heißt, die Drüsen sagen, hier, jetzt gebe ich dir einen kleinen Impuls, irgendwo an den Finger oder an den Kopf oder an den Knie, ein kleiner Schmerz, damit du dich mit dem Thema befasst. Ne? Und diese Regulierungsfunktion ist irgendwie gestört aus irgendetwas, was geschehen ist. Und das heißt, man bekommt Wellen von Informationen umfiltriert, die für dein Sein, dein Wesen, dein Jetzt in diesem Körper, in diesem Leben zu viel sind. Ne? Okay, die Wellen sind von außen, ne? Nee, von innen. Ah, okay. Das sind... Von außen kommen Informationen. Ja. Und die werden an den... Also, wenn die Wellen im Innen sind und im Außen die Information kommt und die nicht konform gehen, dann hyperventiliert die Drüsen. Ja. In dem Fall der Sinusrhythmus. Du weißt, dass es schon mal passiert ist, dass eine Freundin sagt, Mensch, ich kann nicht mehr abschalten, ich bekomme von innen intuitiv so viel Information, dass es mir zu viel ist. Ne? Mhm. Und damals hatten wir auch begonnen, diese Regler aufzubauen. Ja, ja. Und dieser Regler hat natürlich, der Platz dieser Regler ist immer in den Drüsen. Man hat noch nicht verstanden, die Funktion der Drüsen. Und wir hatten das nur kurz die Entscheidung getroffen, dass dieser Regler eingebaut werden soll oder benutzt werden soll. Aber es geht in diesem Fall über die Aufmerksamkeit auf die Drüsen, eben in diesem Fall auf die Schilddrüse, dass die wieder in Gleichgewicht, dass die wieder so funktioniert, dass diese Informationen immer filtriert sind. Das heißt, du bekommst Informationen von, was weiß ich, vor 6000 Jahren, was in Ägypten passiert ist, über die Biogenetik, so wie die Bäume bekommen auch diese Informationen, die Tiere auch, von den Dinosauriern von Millionen von Jahren haben heute die Eidechsen oder diese Informationen sind immer da und das heißt, diese Millionen Jahre alte Informationen werden jetzt an den Alligator gegeben, damit er sich so und so verhält. Aber alles wird von der Natur reguliert. Und das heißt, dass denn jetzt Alligator hat Zugang zu Millionen Jahre alte Informationen, womit er sein Verhalten und seine Funktion im Körper und so weiter und so weiter auch regulieren kann. Ne? Und eben in diesem Fall bekommt normalerweise die richtige Information, die er für dieses Leben als Alligator nützlich sind und nicht mehr. Ne? Und in diesem Fall, diese biologische, biogenetische Information durch die Dysfunktion der Drüse sind dann zu viel. Man bekommt zu viel Information
Und dieses Pulsieren wird dann natürlich nicht weitergegeben. Und das Herz fängt das auf und möchte das einfach auch den Rest des Körpers schützen und schafft es aber nicht. Ne? Weil die Aufgabe der Regulierung gehört einfach auch der Drüse. So, das wollte ich erstmal was ich kurz davor wahrgenommen habe. Natürlich, es ist ein kleiner, winzig kleiner Aspekt. Und dann der Aspekt der Pulsieren. Es gibt Tibetan Pulsing. Es gibt immer, das ganze Universum ist ein Pulsar, ein Pulsieren. Alles pulsiert. Und das Ungleichgewicht, dieses Pulsieren, dieses Informationsfluss, der einfach wie Quantensprünge, wie Wellen und so geschieht, das ist irgendwann gestört worden. Es gibt eine Ursache und da können wir irgendwann auch da reingehen. Okay, das, also diese Information wollte ich jetzt loswerden, damit ich dann mich entspannen kann und mit dir dann sprechen kann. Aber ich finde das nochmal ein guter Hinweis mit der Schilddrüse. Das war mir so nicht bewusst. Mhm. Und ich jetzt auch weiter gar nicht in diese, warum, wieso, weshalb das jetzt aufgetreten ist. Ne? Also für mich war jetzt erstmal so, Informationen kamen von außen, dann dockte das an eine Erinnerung, an eine Geschichte an aus der Kindheit, ja. Wo ich dann derart unter Druck mich selber gesetzt habe, um Perfektionismus, um allen gerecht zu werden. Mhm. Ja? Und da war einfach jetzt zu viel des Guten. Okay. Also das war jetzt so das, was bei mir in dem Moment ins Bewusstsein trat. Ne? Also es war einfach zu viel des Ganzen. Und der Auslöser war einfach eine Situation, die ich in dem Fall nicht mehr kompensieren konnte, ne? Weil der Druck war zu groß und in dem Falle ging es auch um eine, ich sag jetzt mal, Wertschätzung auch, ja. Mhm. Von einer Person. Aber das sind ja immer diese Geschichten, die in uns sind, ne? Also letztendlich, wenn mich jetzt mein Chef zum Beispiel nicht wertschätzt in meiner Arbeit, die ich tue, ja, dann wertschätze ich ja meine Arbeit auch nicht, ne? Oder ja, mich in der Arbeit auch nicht. So, und da baute das den Druck auf und irgendwo muss das Organ, und Herz ist bei mir ein schwaches Organ. Mhm. Und da ging das natürlich dann ins Rödeln, ne? Das heißt, wo ist die Maus hier jetzt? Ah, hier. Das heißt, es gibt eine Situation von Druck, also über etwas, was überfließt, kreiert Druck. Okay. Und wenn Druck kommt, das ist, ich denke, in der Kindheit, das sind immer diese Wellen, die kommen. Die Seele hatte das schon entschieden irgendwie, dass du dich damit auseinandersetzt. Und wenn Druck kommt, da hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder Stopp zu sagen, den Druck, und das entspannt zu machen, oder den Druck in Kraft zu verwandeln. Ne? Okay. So, jetzt, wenn durch den Druck du dann eine Krise gehabt hast, bedeutet in diesem Fall, du hast weder Stopp gesagt, noch den Druck in Lebenskraft transformiert. Okay. Das ist das, was möglich gewesen wäre. Aber eben, da du dich entschieden hattest, dieses Thema, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, war natürlich für dich, hast du dich hingegeben, dass diesen Druck dich überwältigt hat und die erste Erfahrung vielleicht auch damit gemacht hast, wo es dir zu viel war, ich kann nicht, es fliehe so,
ist Herzrasen oder was weiß ich was, alles, was da in den Zusammenhang auch geschehen kann. Ne? Okay. Das heißt, du hast entschieden, dass du dich aussetzt, um größere, weitreichende Erkenntnisse zu bekommen, weil ansonsten ist meine Wahrnehmung, hättest du in dieser Kindheitssituation die Freiheit gehabt, es zu stoppen, den Druck, oder es in Kraft zu transformieren. Okay. Und in dem Falle war die Entscheidung, ich sag mal, ich bin ja ein Typ, der sich selber den Druck auch macht, ne? Ja. Um geliebt zu werden, um Perfektion zu zeigen, ne? Also letztendlich steht ja dann immer nur, wenn ich perfekt bin, dann wäre ich geliebt. Und demzufolge setze ich mich ja selber unter Druck, indem ich mir dann all das kreiere im Außen, schön und ja, alles gut zu machen, alles perfekt zu machen. So. Und ich entscheide, ne, ist das jetzt perfekt oder ist es nicht perfekt? Nee, es ist ja nie perfekt. So, ne? Dadurch baut sich der Druck auf, aber ich glaube, hier sollte es mir auch nochmal zeigen, der Druck von außen ist der Druck in mir selber, den ich mir mache. Da muss das Herz natürlich anspringen. Das heißt, du wirst, der Druck ist so, dass das so programmiert ist, du wirst diesem Druck nie gerecht werden. Genau, und das sollte es mir hier zeigen. Genau. Das kriege ich jetzt nur gerade mit, ne? Also jetzt in dem Gespräch, wie wir sind, das habe ich mir so auch noch nicht, habe ich so auch noch nicht wahrgenommen. Also es sollte meinen Druck nochmal zeigen, was ich in mir kreiere. Eben, dass du den Druck einfach so isst, dass es nie du zufrieden sein wirst, da der dir nie, das heißt, dieser Überfluss, diese Überflutung, ich nenne es Informationen, du nennst es Druck, jemand anderen kann das anders nennen, aber ist eine Überflutung von Impulse, sagen wir vielleicht Impulse, die dann, wo schon von vornherein geplant ist, denn wird man nie gerecht. Genau. Genau, und genau, weil du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Du findest immer irgendwo einen kleinen Fehler, ne? Was du hättest besser machen können, und dadurch bin ich automatisch in einer Überforderung. Ja, es ist vorprogrammiert. Das heißt, mit dieser Überforderung kann man entweder so, wie man jetzt in Wikipedia liest, hier das und jenes Verbreitung, Ursachen, oder man geht an die Ursache, warum überfordere ich mich? Wie ist der Beginn dieser Überforderung? Worum geht es denn? Geschichtlich, wo ist das entstanden, dass man eben diese Überforderung an Informationen nicht standgehalten hat. Dadurch sind Sachen geschehen, wo Völker oder Systemen auseinandergebrochen sind. Ich wurde dann, wenn wir das in die Forschung gehen, auf der erste, wann es begonnen hat, wie das entstanden ist, wurde ich das mir anschauen und um Informationen zu bekommen. Also jetzt auf persönlicher Ebene, da du das entschieden hast für ein gemeinsames Thema, wirst du das allein nicht einfach lösen können. Ne? Das heißt, entweder kannst du aussteigen und sagen, okay, ich bestelle das ab und ich bringe meine Drüse wieder in Gleichgewicht, oder weil du entschieden hast, dich diesen Druck auszusetzen, das heißt, dieses Thema anzunehmen, dann wirst du immer diesen Überfluss oder diesen Druck bekommen, solange du nicht in einem Gremium, in einer Gruppe, in einem Akt die Ursachen erkannt worden sind und daraus das System, wie du systemisch, individuell oder kollektiv oder als Gruppe,
dann das ganze Thema löschen kannst. Ne? Weil wenn das erkannt wurde, wenn das in Gleichgewicht gebracht worden ist, dann besteht, dann werden alle, die Vorflimmern haben, werden sich alle gemeinsam heilen. Also dann wird es weltweit geschehen, dass dieses Symptom gelöscht ist, weil es nicht mehr gebraucht wird, um geschichtliche Ereignisse, die nicht im Gleichgewicht waren, oder kulturelle oder wieder zu erkennen. Und deswegen der Gleichgewicht, deswegen sagt man, das sind viele Sachen, ja, sind unheilbar. Unheilbar bedeutet für mich, dass die auf individueller Ebene, man kann sich nur entziehen oder ein bisschen reparieren oder damit umgehen und immer klein halten. Aber für mich unheilbar bedeutet, es betrifft Gruppenthemen oder kollektive Themen und die sollten so dann herangegangen werden, weil die individuelle Wissenschaft ist begrenzt und diese Wissenschaft, dass man gemeinsam in die Wahrnehmung geht, die Intuition benutzt, um Zugang zu bekommen an die Gruppenursachen, das gibt es nicht. Ne? Und deswegen sind alle diese Sachen unheilbar einigermaßen. Hm. Ja. Wegen dem Druck nochmal, ne? Das ist, also bei mir ist dann ganz stark der Satz präsent, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es sowieso nicht. Ich schaffe es nicht. Egal, worum es dann auch geht, ich komme nicht an oder ich schaffe es nicht. Ja, ja, klar. So die Sätze, die im Moment bei mir ganz ja, genau, weil du bist programmiert, dass du zu viele Informationen bekommst, die du nicht verarbeiten kannst oder zu viel Druck, den du nicht standhalten kannst oder nicht gerecht wirst. Ja. Das ist einfach auch das Thema und du wirst es nie schaffen, solange du an diese Grundstruktur, wie das entstanden ist, nicht rangehst und nicht nur allein, sondern auch mit anderen und sonst bleibt das Thema. Wie gesagt, das kann. Ah, okay. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es nicht an das Thema ranzugehen, ich schaffe es nicht, sondern zu gucken, wo ist der Druck entstanden, dass ich zu viel Informationen bekomme und dem nicht gerecht werde in Form von Verarbeitung. Genau, nicht du, weil du hast es erkannt, diese Kindheitssache, das ist eine Welle, ne? Ist nicht die Ursache. Es ist eine Welle, die nach der Ursache kommt, ist irgendwann vielleicht 1700 entstanden oder, ich weiß es nicht, oder 2000 vor Christus. So kriege ich das einfach auch immer mit. Also du, individuell hast du keinen Zugang zu Heilung oder Selbstheilung, es sei denn, arrangierst du dich oder steigst aus oder. Und wenn du es übernommen hast, du schaffst es nicht, dann bleibt das Thema und du kannst die optimale Schwingung dieses Thema machen oder du kannst vielleicht einen Impuls folgen, dass wir öfter oder gemeinsam mit Interessenten, Leute zusammenzubringen, die das haben. Es gibt für alle diese Sachen immer einen Verein, ne? Und die Leute vielleicht einzuladen und eben. Und deswegen sagt man, die sind unheilbar, weil sie auf individueller Ebene weder reparierbar noch heilbar sind. Weil sie ein kollektives, von einer bestimmten Gruppe von Menschen oder von Seelen entstanden ist. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe das schon, weil die mit dem Vorhofflimmern aus dem Krankenhaus entlassen werden, ne, die kriegen ja eine Information und zwar nach dem Motto, wenn das Herz das einmal erkannt hat, dass es ein Vorhofflimmern gibt, wird das weitere Vorhofflimmern schon vorprogrammiert sein. Das ist die erste Information nach dem Motto, also wir können Ihnen nicht sagen, das kann morgen schon wieder eins kommen, das kann in 14 Tagen eins kommen, es kann auch nur eins gewesen sein und das war's dann. Die können dir nicht sagen, ob es wieder auftritt oder nicht, ja, und in welchen Abständen. Und das macht genau wieder Druck.
Genau. Und das ist natürlich eine, sagen wir, eine, ich wollte sagen, kriminelle Information, aber möchte ich freundlich sein? Oh, ich habe es schon gesagt. Naja, egal. So geht's nicht, ne? Also für mich, es ist schon jetzt, wo wir darüber reden und wo wir deine Absicht einfach auch sehen und fühlen, es ist schon möglich für sich, dass die Symptome nicht mehr ausbrechen. Und es ist ein Vertrag, was man mit der eigenen Seele macht, wo dann durch die Arbeit mit der, jetzt in diesem Fall mit der Schilddrüse, es ist, könnte ein kleiner Schritt sein, dass man einfach sagt, okay, ich habe es erkannt, das Thema wird bleiben, aber ich werde mit dem Thema umgehen können, dass das auf jeden Fall nie wieder ausbricht in der Form, wie es mir passiert ist. Weil ich da Aufmerksamkeit gebe und weil ich da mich mit diesem Thema beschäftige, dass ich schaffe es nicht, mir wird zu viel, und so weiter und so weiter. Also diese Informationen bekomme ich, dass für Leute wie du, für weiterentwickelte Seelen, besteht die Möglichkeit, das zu stoppen. Es sei denn, man möchte das nicht, man hat einen Widerstand, man versteckt das immer. Ich denke, dass manche, auch wenn ich tausendmal einlade, lass uns in das Thema reingehen, dass sie dann doch weiterhin wollen, dass es geschieht, oder. Weil es einfach die Bewusstwerdung eines Themas schon mit Erkenntnissen und mit Veränderungen einfach auch zu tun haben, ne? Nein, und das nicht zu knapp. Ja. Das nicht zu knapp, weil also gerade Herzensangelegenheiten, ne, da geht es eben halt wirklich richtig zur Sache. Ja. Weil ich habe heute so nach meiner Meditation dann den Satz gehabt und zum Schluss bleibt nur noch die bedingungslose Liebe. Wow. Ja, eben, zum Beispiel. Jetzt dieser Impuls, zum Schluss bleibt noch die bedingungslose Liebe. Gemeinsam, wir könnten eine Reihe von Punkten machen, dass die Leute, die das haben, die sich zusammenschließen, die bereit sind, das nicht mehr das zu brauchen, ne? Eine Reihe von Punkten, die dann so wie eine Schutzimpfung gegen das Ausbrechen. Das Thema, wie gesagt, für mich das Thema wird bleiben, aber das Ausbrechen, die Bewusstwerdung dessen verhindert, dass es dann in diese Form geschieht, plötzlich, dass man eben sehr gerne dann im Urlaub fahren will, oder, und Tanz passiert, ne? Ja. Magst du noch ein bisschen herum erzählen, wie das aussieht? Was meinst du Ja, drumherum, was was aussieht, was passiert, wie passieren das soll? passiert? Wie bitte? Wie das passiert? Wie das passiert ist? Ja, was geschieht dann, wenn das kommt? Also bei dir ist plötzlich gekommen und was geschieht da? Angefangen hat es mit dem Glucksen am Herzen. Das war ein Symptom. Eine Stunde später kam dann eine Art Ohnmachtsanfälle kurz hintereinander, wobei ich nicht in die Ohnmacht selber gefallen bin, vor allem so kurz davor. Und was irgendwie so ein Phänomen war, also meine Augen waren relativ klar und ich habe trotzdem gestanden. Also der Sanitäter sagte halt mit dem EKG, dass ich hier noch vor ihm stehe, es wundert ihn. Also ich Wieso? war da wirklich, ja. Wie meinst du das? Also ich hab vor ihm gestanden und da, ja, und
auch gesessen, wie er mir das EKG angehalten hatte. Und dann sagte er, also mit dem EKG, das ist nicht in Ohnmacht falle, das wundert ihn einfach. Ah, okay. Also, offen, wie er das meinte. Okay. So, ne? Also ich war trotzdem relativ wach im Geist. Das war irgendwie, ja, fühlte sich irgendwie merkwürdig an. Obwohl mein Herz raste wie verrückt. Okay, das heißt, die meisten Leute sind schnell in Ohnmacht und da du meditierst. Ich bin wirklich richtig um und das ist mir nicht passiert. Aha, okay. Ja, wie ich dann direkt in der Notaufnahme lag, dann ging das Vorhofflimmern erst richtig, also dann kam das Vorhofflimmern erst. Es war erstmal nur so ein Vorab von zu hohem Blutdruck und Puls und dann war auf dem Monitor so nach dem Motto, die hat ja Vorhofflimmern. Oh. Das heißt, davor hast du gesagt, Herz klappt. So ein Klucksen, es war einfach ein Klucksen. Was heißt Klucksen? Na, das ist wie so ein also wenn du jetzt in einen Topf kochendes Wasser guckst, ne, dann kommen doch diese Blasen, so Klucks. Ah, okay. Blasen hoch, ne? Und so ein Gefühl war das in der Brust. Okay. Als wie so eine Blutblase so nach oben kommt oder eine Luftblase oder. Okay. Was, ja? Okay. Und so ein Gefühl. Ja, und in dem Moment trifft natürlich Panik. Schon totale Aufregung und Panik, ne? Also so das ist dann die Angst vor dem Tod, ne? Ja, ja, ja. Das ist die Angst vor dem Tod. Überlebe ich das jetzt hier? Bestehe ich das? Komme ich hier durch? Ja. Ja, ja. Und was für mich persönlich hammerhart war, ist, das Leben gebe ich jetzt den anderen in die Hände. Ich hatte das nicht mehr an der Hand. Hm. Ich muss mich den Ärzten jetzt also hingeben. Ja. Weil die bestimmen jetzt über meinen Körper, weil ich kann jetzt hier gar nichts mehr bestimmen. Hm. Das war für mich nur noch ins Vertrauen zu gehen, dass die jetzt schon wissen, was das Richtige für mich ist. Hm. Und nicht, nicht zu viel machen, ne? Also nach dem Motto, weil es war ja dann die Frage, wäre ich geschockt? Also nochmal mit diesem Elektroschock. So krieg das jetzt meinen Körper alleine hin, wieder zurückzuspringen in den normalen Rhythmus. Mhm. Und dann immer die Idee dabei, dass die Ärzte zu viel machen, ne? Weil man hört von den Krankenkassen und da kommt dann das Geld, spielt dann eine Rolle, ne? Die nutzen mich jetzt aus in meiner Hilflosigkeit und machen dann Dinge, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Also da gehen da Filme im Kopf ab, das ist der Hammer. Mhm. Ja, ja, klar. Man ist ausgeliefert dann, ne? Das ist die absolute Ausgeliefert. Ja, du bist einfach ausgeliefert und das war schon echt schwer zu nehmen. Hm. Das ist das eine und das andere ist eben wirklich, wenn du in dem Moment bist du auch so ans Bett gefesselt. Also ich durfte nicht aufstehen, ich durfte nicht mal meine Beine aus dem Bett heben. Hm. Sofort fing das Herz wieder an zu rasen, die Schwestern waren sofort bei mir. Ich habe alles ans Bett gekriegt. In dem Moment bist du wirklich voll ausgeliefert. Hm. Du bist nicht mehr Herr deines Körpers. Wow. Boah. Hm. Weil du bestimmst nichts mehr. Hm. Nach dem Motto, ich gehe, also die Normalität nicht, ich gehe jetzt Zähne putzen, ich gehe auf Toilette, nee. Ist nicht. Ich bring dir alles ans Bett. Hm. Und dann diese Informationen, ja, sie sind doch aber noch so jung. Hm. Ja, was mache ich mit der Information? Sie sind noch so jung zum Sterben. Ja, genau. Sie sind noch zu jung zum Sterben. Ja, scheiße. Scheiße. Und hast du nicht das Gefühl, dass du deinen Körper, dass dein Körper, dass du da Impulse geben kannst? Also ich habe um die göttliche Ordnung gebeten, ich habe jetzt alle meine Helfer und Helfersenergien gebeten, klar. Mhm. Ja. Und hatte trotzdem immer das Gefühl, es braucht noch mehr, ne? Also demzufolge hatte ich ja dann auch die
das, ich sage jetzt mal, unser Netzwerk gebeten, ne? Ja. Weil in dem Moment hatte ich schon das Gefühl, dass ich das nicht mehr alleine schaffe jetzt. Hm. Also du hattest keinen Kontakt mit deinem Körper? Nee. Aber hättest haben können? So gar keinen Kontakt vielleicht nicht, weil als ich noch dann noch unter diesem Vorflimmern war, was ich gespürt habe in meinem Brustraum, und das war ganz interessant, ich habe sonst immer Körper, also Organ für Organ die Begrenzungen gemerkt, ne? Also wenn ich in die Wahrnehmung im Inneren war, immer die Begrenzung, ah ja, okay, das hat so, da fühlt sich die Leber, okay, das ist die und die Begrenzung. Und das war dann unter dem Vorflimmern, hat es mit einmal die Begrenzung aufgehoben. Und der Brustkorb war frei. Und das ist bis heute noch, also die Begrenzung ist raus. Welche Begrenzung? Die ich sonst in meinem Brustkorb gespürt habe, also in Form von Enge. Aha, okay. Ja? Das heißt, jetzt hast du einen einfachen Kontakt zu deinen Organen. Zu dem, also im Moment bin ich ja im Brustkorb in der Wahrnehmung, ne? Also da ist dieser Brustkorb einfach in die Weite gegangen, also die Wahrnehmung ist weit, ja, der Raum ist größer. Ich habe das Gefühl, ich kann dort viel mehr Atem reingeben und fühlt sich auch leichter an, ja? Mhm. Also wesentlich leichter und heller. Mhm. Also ich komme in der Wahrnehmung viel mehr in die Helligkeit, also in die, ja, nicht mehr. Das heißt, ist jetzt ein bisschen weniger Druck. Genau. Okay. Okay. Und sagtest du, dass du dann auch Kontakt, leichteren Kontakt zu den anderen Organen hast? Die vernachlässige jetzt ist so ein bisschen. Okay, okay. Weil ich bin in der Wahrnehmung eher alles das, was Kopf, Hals, emotionales Herz, also die Thymusdrüse, ne? Mhm. Und Herz. Dort bin ich stark im Moment in meiner Wahrnehmung. Mhm. Okay. Ja. Weil wir hatten in Italien, sondern mit der italienischen Gruppe haben wir auch regelmäßig, arbeiten wir an uns. Und meine Nichte hat dann eine Sendung gemacht, wie man jeden Tag mit dem Körper spricht. Jeden Morgen, wenn man aufsteht, was er essen will, welche Teil vom Körper was essen möchte. Ja, okay. Das. Und das ist natürlich, wenn diese Informationsebene auf die verschiedenen Körperteile verteilt wird. Mhm. Ich denke, das könnte auch ein bisschen Entspannung bringen, wenn ich frage, okay, was möchte heute, was weiß ich, meine Beine essen. Ne? Die Beine brauchen irgendein Mineral oder irgendeine Sache, weil sie zu wenig oder zu viel bewegt haben oder. Mhm. Und jetzt, was brauchen meine Hände? Und dass eben der Zugang, der Informationsaustausch einfacher stattfinden, dann ist der Druck weg. Mhm. Weil ich denke, der Druck geht erstmal ans Herz, weil es einfach zu viele Informationen auf einmal ist, während wenn wir das regulieren, den Informationsfluss dann oder verteilen, dann kann es auch ein bisschen Entspannung geben. Ne? Mhm. Ja. Schön. Ja. Es ist doch fast 50 Minuten geworden. Das siehst du, das habe ich gar nicht. Ja, schön. Okay. Eben, wie gesagt, für mich, wie gesagt, jetzt bin ich einfach nur kurz, wir haben ein bisschen geredet, was ich einfach auch sehe, dass wenn wir jetzt nicht in der Live-Sendung, sondern anders, wenn wir dann richtig gemeinsam in organismischen Raum reingehen und ein bisschen länger, dass wir Informationen abrufen, wann das entstanden ist, wie das entstanden ist, was hat die Menschheit zu lernen, um dieses Thema in Gleichgewicht zu bringen und somit auch Heilung für alle
dazu. Ja. Weil ich bin sicher, wenn wir das machen würden, in der Form, wie ich das einfach auch sehe, Informationen bekomme, dann wurde eins nacheinander zum Beispiel diese Art von Krankheit oder Symptome von der Erde verschwinden, weil das Thema aufgelöst ist, weil die Seelen brauchen diese Informationen nicht mehr. Ja. Und deswegen die Einladung an uns, an dich, dass wir unser Dienst erfüllen und einfach mit diesen Themen in die Forschung gehen, nicht Reparaturforschung, sondern Wissenschaft, dass die dann erkannt sind und sich dann die Menschen nicht mehr brauchen, diesen Druck, dieses aufzubauen, damit es dann plötzlich platzt und dann sagt, oh, ich habe, ja, Thema ist in der Luft. Hm. Vielen Dank. Dankeschön, Tiet, und wir sehen uns am Mittwoch bestimmt. Okay, hast du noch etwas zu sagen, oder? Ist es rund? Ist gut. Ist gut, ne? Okay. Mhm. Okay, dann Dankeschön, vielen Dank für deine Hilfe. Ich mache das normalerweise allein. Bei dieser Sendung sind immer wenig Leute, weil die sagen, was für ein Scheiß ist das, ne? Und natürlich, irgendwann, 5 Jahre später, werden das alle machen, wie immer, wie all meine Sachen, und werden sie sagen, dass sie es erfunden haben oder dass sie begonnen haben. Ne? Naja. Was für ein Schicksal. Da können wir auch reingucken. Genau. Okay, vielen Dank. Ich wünsche euch was, ne? Okay, dir auch. Tschüss. Oh, danke, tschüss. Bitte, ciao, ciao. Ja, vielen Dank an die, die da sind. Wenn ihr ein Thema habt, wichtig ist für mich interaktiv, dass wir nicht immer gucken, ARD und ZDF oder so, sondern dass wir wirklich viel voneinander lernen, diese morphogenetische Felder richtig nutzen. Das Internet ist uns überlegen, weil die Technik macht das, was wir könnten, aber nicht tun. Aber und nicht entwickeln. Habt ihr noch Fragen? Wenn noch jemand anrufen möchte mit dem Thema, interaktiv ist für mich wichtig, es sei denn, wir machen ein Interview von irgendjemand, aber stehe ich einfach auch immer zur Verfügung und muss nicht das Thema, was ich habe, wenn ihr das vorher so schreibt, dann gehen wir mit dir auf Forschung, auf Entdeckungsreise mit diesen Themen. Ich bedanke mich, wenn jetzt kein Nix kommt, dann ist fertig für heute. Kommt was? Ich zähle bis 5. Also ich gucke mal, gibt ein Zeichen. Okay. Kein Zeichen. Bis morgen ist die große Konferenz. Genau. Ist noch eine Konferenz. Eine weitere Konferenz. Und zwar Intuition und Kunst. Wir fangen schon 18 Uhr an, oder? Ja, ich glaube 18 Uhr. Freut mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr etwas dazu beitragen könnt, freue ich mich. Dankeschön. Tschüss. Danke, Alvera. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen. Dankeschön.